dass wir gehört werden, auch wenn es jetzt halt keine 1000 Busse geworden sind, das glaube ich nicht, weil viele Leute abgesprungen sind, dadurch, dass wir keine Genehmigung bekommen haben. Und ja, dass wir gehört werden, ne? Dass wir endlich mal Pakete bekommen, Geld bekommen, dass wir nicht zurückzahlen müssen. Wir haben ja schon Verschiedenes vernommen. Verbände haben wir vorher mit der Politik schon darüber gehandelt. Es sind so Beträge rausgekommen, dass man 250, 300 Euro am Tag pro Ruhetag des Busses als Schadenersatz fordern kann, weil sie ja Berufsverbot bekommen haben. Wie stehen Sie zu diesem Betrag? Das würde ich sehr gut finden, weil es eben halt nicht nur die Buskosten abdeckt. Also das muss halt jeder für sich selber ausrechnen. Bei mir wäre es so, wenn wir das durchdrücken könnten, dann wäre mir schon sehr viel mitgeholfen, weil dann wären bei uns sämtliche Firmenkosten pro Monat bezahlt und das würde sich komplett deckeln. Das wäre schon toll. Da glaube ich aber nicht dran. Wir haben festgestellt, dass sich der Busunternehmerverband BDO nicht wirklich gezeigt hat hier auch. Ganz genau. Obwohl es eigentlich deren Aufgabe wäre, die Busunternehmer in Deutschland zu repräsentieren. Ja, dazu kann ich mal was sagen. Ich war im Verband, im GVN Mitglied, bin irgendwann ausgetreten. Wir sind sehr klein, mein Mann fährt einen Bus, ich fahre einen Bus, wir sind im Anmietverkehr. Es gibt eigentlich nichts, was ich mit meinen Kunden nicht regeln könnte und mir war der Informationsfluss damals zu langsam, deswegen bin ich ausgetreten. Am Anfang der Krise habe ich gedacht, okay, jetzt sieht man, wie schwach die Lobby ist. Ich glaube, es wird Zeit, wieder einzutreten. Da habe ich gemeint, erkannt zu haben, wie wichtig so eine Lobby ist. Nach dem, was am Donnerstag in Hamburg auf der Busdemo passiert ist, wir haben immer wieder versucht, die Verbände mit ins Boot zu holen. Die haben sich nicht dran beteiligt, ganz im Gegenteil, im Hintergrund eigentlich immer gegen uns gearbeitet. Hat mich das ziemlich rasend gemacht, zu lesen, überall bei den Landesverbänden, dass sie jetzt auf einmal auf dem fahrenden Zug aufspringen und sich leider an den Falschen gewandt haben. Ne? Also sie haben halt einen Busvermittler unterstützt, anstatt sich hinter ihre eigenen Busunternehmer zu stellen. Und das ist das, was mich sehr, sehr sauer macht. Und deswegen werde ich auch jetzt nicht wieder in den Verband eintreten. Ne? Denn die sollen uns helfen und nicht irgendeiner Vermittlungsfirma, die Preise drücken, Kunden an sich reißen. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Das sind klare Worte. Ja. Wir wünschen Ihnen heute viel Erfolg in Berlin. Dankeschön. Wir werden auch am Brandenburger Tor stehen und wir werden auch berichten, wie wir kennen, darüber. Super, danke.